wieder und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei mir. Heute gibt es einen Fashion Haul. Ich war jetzt seit letzte Woche ein bisschen einkaufen und möchte euch so ein bisschen meine Ausbeute zeigen. Es ist jetzt hauptsächlich eigentlich nur Primark, ganz bisschen H&M und mehr ist es eigentlich auch schon gar nicht. Und ja, wir fangen direkt mal an mit dem ersten Artikel. Und zwar habe ich von H&M zwei Hosen gekauft, weil es da jetzt so eine Aktion gab. Auf die 39,99 Hosen, wenn man eine gekauft hat, gab es auf die zweite Hose 50% Rabatt. Das heißt, man bekommt eine Hose für 30 Euro quasi, also zwei für 60. Und da habe ich mir so eine schwarze High-Waist-Hose gekauft. Die geht schön bis zum Bauchnabel, also eine richtig gute High-Waist-Hose. Und die ist skinny, also unten auch eng. Ja, die hat wie gesagt 30 Euro gekostet, ist nichts Besonderes, ist einfach schwarz und schlicht. Und dazu habe ich dann kombiniert eine blaue Hose. Entschuldigt die Fussel hier unten, falls ihr die seht, da sind ein paar Socken fusselig gewesen. Und zwar, das ist eine ganz normale Low-Waist-Hose, auch skinny natürlich und ja, auch nichts Besonderes, einfach nur blau. Aber ich brauchte mal wieder eine neue Jeans, weil meine andere irgendwie immer löchriger wird. Und deswegen hier eine blaue Skinny Jeans. So, dann kommen wir direkt zum Primark-Teil. Da habe ich ein paar Sachen gekauft, gebe ich zu. Ja, fangen wir an mit was Unwichtigem und zwar weißen Socken. Und einen Haufen schwarzen Socken. Ja, ich brauche die Socken, man sieht es, glaube ich. Und ich kann euch auch den Preis nennen, falls ihr das wirklich wissen wollt. Und zwar haben die Socken jeweils 3 Euro als 7er Stückpack gekostet. Dann geht's weiter. Socken. Haben wir schon. Habe ich mir eine weiße, naja, weiße sind nicht, es ist eher so ein ja, Champagner-Cremefarben, ganz, ganz leichtes Champagner. Eine Bluse mit einer Brusttasche hier links, von euch aus gesehen rechts. Und goldenen Knöpfen und ich wollte einfach so eine Basic-Bluse haben, die man zu viel kombinieren kann. Und die hat 11 Euro gekostet. Die habe ich in der Größe 36 mitgenommen und die sitzt super. Ist nicht zu weit, nicht zu eng. Perfekt, also hier zeige ich euch das nochmal. Dann habe ich noch eine schwarze Bluse gekauft. Und zwar sieht die hier so aus. Von oben seht ihr jetzt nicht viel, aber unten hatte ich so ein richtig süßes Spitzenmuster gehabt und das fand ich so süß. Dann habe ich die gleich mal mitgenommen, Größe 38, weil ich wollte, dass es ein bisschen lockerer fällt. Ihr seht es vielleicht auch schon so am Schnitt, dass sie etwas lockerer sitzen muss. Und die hat gekostet, 12 Euro, soweit ich das auf meinem Zettel lesen konnte. Dann geht es auch schon weiter mit einem schwarzen hübschen Cardigan. Ich habe ihn falsch rum. Und ihr seht, er ist so ein bisschen löchrig mit so einem Muster. Das sieht aus wie Faust oder Vögel. Und ja, das ist schwarz. Hat nicht mal Knöpfe, glaube ich. Nee, das ist einfach so einer, der so fällt. Und der hat gekostet 12 Euro. Und dann gibt es auch hier noch einen Cardigan. Den fand ich auch sehr schön. Gab es allerdings nur in großen Größen. Das Muster fand ich echt cool so an sich. Und den habe ich in 40-42 genommen. Ich weiß, der ist ein bisschen groß, aber das ist halt so ein bisschen Oversize-Look. Und der hat gekostet 15 Euro. Dann habe ich mir Schuhe gekauft. Und zwar diese Cut-Out Ankle Boots. So nennt man es, glaube ich. In der Größe 38. Finde ich ganz cool hier mit den zwei goldenen Schnallen. Und war noch recht billig, haben nur 22 Euro gekostet. Sind sehr bequem. Und passen mir auch ganz normal meine Größe 38, also war es echt richtig top, dass ich die bekommen habe, weil ich auch schon solche gesucht habe, aber meistens die 38 immer ausverkauft war. Aber was ich hier gerade noch sehe, hier sind die Fusselsocken, die ich schon auf links gedreht habe, damit die beim Waschen sich entfusseln. Das sind einfach nur babyblau und babyrosane Kuschelsocken mit weißen Punkten. Die gab es eben im Set und die fusseln mir gerade mein ganzes Bettchen voll und mich und meine ganzen Klamotten. Und die haben, glaube ich, 4 Euro gekostet zusammen. Ja, die haben 4 Euro gekostet. Hier gehe ich gleich mal wieder woanders hin. Und dann habe ich mir noch eine Winterjacke geholt, beziehungsweise eine Herbstjacke. Jetzt jungsweise. Die sieht so aus. Ich hoffe, das könnt ihr ganz gut erkennen, wie die fällt.
Ah, die ist echt cool. Die ist auch relativ dick eigentlich schon. Also gut für den Herbst auf jeden Fall. Und mit dem Fell fand ich sie auch richtig cool. Und dieser graue Stoff. Und ja, ich fand sie cool, vor allem, weil ich eine Kurzjacke wollte, weil ich nur Mäntel habe zurzeit. Und die ist vorne normal kurz, also wie eine normale Jacke. Und hinten ist sie ein bisschen länger, dass sie über den Poppes geht. Und das ist für mich wichtig, weil ich mich nie auf den Arsch setzen will, wenn ich keine Jacke drunter habe. Also ist die perfekt. Und das könnt ihr sie mal von hinten sehen. So sieht die aus. Und die hat 35 Euro gekostet. Ist okay, finde ich, für eine Jacke. Also ich kann, wenn ich überlege, man kann auch Jacken für 70, 80, 90, 100, 200, 300 kaufen. Von daher 35 Euro für eine Jacke ist völlig in Ordnung. Dann habe ich mir noch so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Und zwar habe ich mir hier so schwarze Spänchen gekauft. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon so in so einem Haar. Weil ich es einfach mag, mir einen Dutt zu machen, ohne mit einem Haargummi daran rumzuzuppeln, weil ich mir immer so viel Haare rausreiße. Dann mache ich lieber ein paar schwarze Spänkchen rein. Und hier sind 6 große schwarze, 6 kleine schwarze für 1,50 Euro. Und preislich kann man da echt nicht meckern. Genauso wie bei den Haargummis. Ja, sind 50 Stück in dick, dünn, verschiedenen Farben, haben auch nur 1,50 Euro gekostet. Und da ist auch kein Metallstückchen dann, dass es mir die Haare rausreißen könnte. Ich weiß zwar nicht, das letzte Mal war ich nicht so begeistert von den Primark Haargummi Qualitäten, aber bei 1,50 für 50 Stück kann man nichts falsch machen, und wenn ich sie getestet habe und sie scheiße sind, dann waren es halt nur 1,50. Dann könnte ich hier auch eine eine Kette sehen. Die ist auch von Primark, die hat nur 4 Euro gekostet und finde ich echt schön. Und dann habe ich noch eine Kette gekauft. Und zwar hier diese hier. Die ist auch echt toll. Vor allem, weil man sie zu viel anziehen kann, weil sie schwarz, weiß und gold ist. Ja, finde ich echt schön. Und die ist auch ein bisschen kürzer. Also man kann sie hier zwar oben auch verstellen, aber es ist eher so eine engere Kette. Ich lege sie mir mal drüber. Sieht wahrscheinlich richtig scheiße aus. Man kann sie so machen, man kann sie auch ein bisschen lockerer machen, wie man möchte. Und die hat auch nur 6 Euro gekostet. Und mir fällt ein, ich habe euch noch was vergessen zu zeigen. Das hole ich jetzt mal schnell. Ach, mir ist sogar noch eingefallen, ich habe mehr vergessen zu zeigen. Und zwar noch diesen Gürtel. Schwarz mit goldenen Nieten, dünner Gürtel. Kann ich gut gebrauchen, weil ich eher ein Mensch bin mit wenigen Gürteln. Und der hat auch nur 3 Euro gekostet, glaube ich. Ja, 2 oder 3 Euro war das. Ist völlig in Ordnung, auch wenn es die Qualität... Ich kenne die Qualität ja von den Gürteln, dass die relativ schnell abranschen. Das mache ich ja eigentlich. Aber für 3 Euro, damit kann ich leben. Und mein letztes Produkt, das ich gekauft habe. Ich weiß nicht, warum ich heute so komisch spreche, aber ich bin einfach nur gut gelaunt. Glaube ich. Huch, genau, das wollte ich euch zeigen. Und zwar meine Handyhülle habe ich auch gekauft. Eine rosane mit Schmetterlingen. Ach, ich bin ein Mädchen. Manchmal. Auf jeden Fall hat die 4 Euro gekostet und ja, an sich war das gar nicht so viel. Also geldmäßig habe ich mir genau das Budget gesetzt und ich habe genau das gekauft, was ich mir auf eine Liste geschrieben habe, was ich sonst nie tue. Ich schreibe mir immer eine Liste und dann kaufe ich alles, bloß nicht das, was auf der Liste steht. Und diesmal habe ich alles bekommen, außer ein was. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ah, ich wollte mir Basic-T-Shirts kaufen, aber die kann ich mir auch mal so kaufen. Ich bin ja extra 150 Kilometer nach Frankfurt gefahren, damit ich hier in Primark shoppen gehen kann, weil das der nächste Primark ist bei uns. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn es das der Fall war, dann könnt ihr mir ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Aber ich bin nicht so eine, die nach Daumen nach oben bettelt, weil mir das eigentlich wurscht ist. Wenn ihr auch nur einen lieben Kommentar hinterlasst, langt das mir auch völlig. Und ja, ich bin heute, glaube ich, echt ein bisschen komisch in dem Video. Ich glaube, ich schäme mich dann erst mal, wenn ich es geschnitten habe und dann mir denke, what? Also dann bleibt dann bis zum nächsten Mal. Ciao!